Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Builder Simulators. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, wir machen weiter mit den Aufträgen. Gehen gleich mal in die Verträge rein. Das letzte Mal hatten wir ja im isländischen Hochland zu tun. Diesmal verschlägt es uns in die amerikanische Vorstadt. Und zwar geht es darum, Streichen aller Wände und Decken. Okay. Zur Beschreibung: Das Unternehmen des Helden musste schließlich seiner Bürgerpflicht nachkommen und die ausstehenden Steuern zahlen. Leider ist nach der Zahlung aller Gebühren nicht mehr viel Geld auf dem Konto des Spielers. Zur gleichen Zeit fand Bill einen weiteren Kunden. Die Aufgabe ist nicht groß. Der Held muss die Wände in einem kleinen Hauswirtschaftsraum neu streichen. Wir müssen jeden Auftrag annehmen. Na, der Held bin ich. Okay, springen wir mal rein, Leute. Und schauen wir mal. So, da sind wir auch schon. Wir sollen jetzt Innenwände und Decken. Okay, mit einer Farbrolle. Gut. Schauen wir doch mal. Wir möchten gern die Decke streichen. Haben wir denn da die Decke? Wenn wir ein bisschen Struktur reinmachen, also auf jeden Fall eine helle Decke, würde ich sagen. Und hier so eine Struktur. Okay. Farbe nehmen. Sieht so dunkel aus. Hab's doch aber hell ausgewählt. Ne? Color weiß. Hier haben wir verschiedene Muster für die Wand. Aber wieso ist denn das so dunkel? Wollen wir hier so ein Blumenmuster machen? Schaut mal selber, ich bin auf weiß. Wir bestätigen das mal. Und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, ne? Ich verstehe bloß nicht, warum das so finster ist. Das sieht echt dunkel aus, Leute. Seid mal ehrlich. Ich würde sagen, die Wand dort lassen wir so mal ein Muster. Und hier machen wir einfach eine ganz normale Farbe. Auf weiß. Ich mache es einfach jetzt mal weiß. Neue Farbe nehmen. Aber warum ist sie jetzt plötzlich so hell? Mal wieder mal eintauchen. Oh, hat man ja alles, genau. Ich jetzt nicht, warum die Decke so dunkel geworden ist. Hatten wir ja genauso. Entschuldigung, hatten wir genauso weiß ausgewählt. Na gut, wir streichen jetzt mal das einfach jetzt so durch.
Mal schön die Farbrolle wieder mit Farbe befüllen. So. Ja, Leute, wie ihr gemerkt habt, bin ich auch jetzt die Woche nicht dazu gekommen, mal live zu gehen auf Twitch. Sorry dafür, aber aktuell ist echt der Wurm drin. Bin echt beschäftigt auf Arbeit. Noch so ein paar andere Sachen, wo ich leider nicht dazu komme, den Stream anzuschalten. Ich hoffe, dass die nächste Woche besser wird. So, damit sollten wir den Raum fertig haben. Wir haben die Decke gestrichen, wie wir es sollten, und wir haben die Innenwände gestrichen. Dann würde ich sagen, wenn wir hier drüben rein müssen, ne? Hm, wieder so ein kleiner Raum. Wie macht man jetzt hier? Entschuldigt, was ist mit mir los? Irgendwie habe ich was mit dem Hals. So, nehmen wir einfach mal jetzt die helle Farbe. Wir lassen es einfach mal so. In so eine dunkle Decke, das sieht meiner Meinung nach einfach nicht schön aus. Wieder Farbe. Haben wir die Decke sozusagen fertig. Na? Oder? Ja, genau. Das ist der Türrahmen. Was nehmen wir da? Machen wir wieder so ein Farbmuster. Könnten wir eigentlich mal machen. Auch so dunkel schon wieder, obwohl ich immer sehr hell einstelle. Mag generell nicht so dunkle Räume. Aber rein vom Muster her finde ich das schon recht ansprechend. Und die Seitenwände machen wir wieder anders. Da würde ich sagen, alles blau ist auch nicht schön. So kann ich jetzt, ach so, doch jetzt. Machen wir mal so einen leichten Rotton rein. Ach nee, wartet mal, wir können ja hier so ein bisschen variieren, ja. Machen wir auch. Ach, mein Fehler. Wir nehmen natürlich normale Farben. Und dann so in diesen cremigen Bereich so ein bisschen rein. So hätte ich jetzt gedacht. Na? Immer drauf hat, geht das doch recht zügig. Wenn wir hier den Fensterrahmen machen,
Warum geht das nicht? Jetzt. Farbe fehlt. Ja, wir wissen's. Und wieder schön eintauchen. Ja, Leute, ansonsten. Oh, hier, Stufenaufstieg. Die Wände streichen. Stufe 2. Was bringt uns das für einen Vorteil? Ich glaube, ich habe mehr Kapazität in der Rolle. Kann das sein? Wo haben wir es denn? Hier. Ich kann länger streichen, ohne mir in die Farbe einzutauchen. Was haben wir jetzt gemacht? So, das noch. Damit sollte der Raum fertig sein. Da drüben haben wir, das haben wir. Haben wir hier noch irgendwo eine Eingangstür? Oh ja, hier ist ein großer Raum. Gut, dann lasst uns mal hier reingehen. Großes Wohnzimmer. Wahrscheinlich. Wo das auch komisch ist, so abgetrennt von den anderen Räumen. Na gut. Es ist halt so. Fangen wir wieder an mit der Decke. Deckenfarbe würde ich einfach weiß nehmen. Eine helle Decke macht den Raum immer schön. Schön angenehm. Also ihr merkt schon, wir kommen jetzt bedeutend weiter mit der Farbrolle. War und noch einmal eintauchen, dann war es das mit den Decken. So, jetzt ist die Frage: Wie machen wir es denn jetzt? Wollen wir wieder mal kacheln? Okay, mal so eine Steinwände sehen natürlich auch immer schick aus. Sowas hier. Und bei denen kann ich die Farbe nicht ändern. Wahrscheinlich. Doch, jetzt ging's. Mal das so ein bisschen hell machen. Und darf man jetzt sagen. Wir machen die Wand. Klingt doch wirklich gut, als ob man wirklich Fliesen nimmt oder so. Hm? Doch, ich denke, das hat was. Oder? Leute, was denkt ihr? Auf jeden Fall. Und ich würde die gegenüberliegende Wand noch genauso machen. Das doch meiner Meinung nach recht schick aus.
So, und jetzt die Wände. Wie macht man denn die Wände? Man könnte ja sagen, haben wir hier noch irgendein anderes Muster? Das wird dann vielleicht zu verspielt, ne? Könnte man denken. Oder wollen wir mal? Das ist eher für den Boden, so die Muster. Das, okay, das würde gehen. Der Rest ist doch hier so dieses gestreifte eher für den Boden, so, ne? Laminat-Style oder wie auch immer. Das hier. Ich würde sagen, wir nehmen mal das hier. Kann ich jetzt hier die Farbe? Jetzt kann ich es ändern. Nehmen wir oben leicht hellen Ton. So viel bis ins Rote rein. Bestätigen. Jawohl. Material, gut. Passiert. Oh, ich denke, das passt einigermaßen. Wie gesagt, über Geschmack lässt sich natürlich streiten, das wisst ihr selber. Das sieht doch jetzt nicht so verkehrt aus, ne? Die gegenüberliegende Wand noch genauso machen. Einer Geschwindigkeit wird hier gemalert und das alles ohne zu kleckern, war Leute. So. Sollte es das schon fast gewesen sein? Yo! Gebäude ist neu gestrichen. Gut, Leute. Sehr schön. Haben wir geschafft. Das heißt, wir haben. War das jetzt der fünfte Auftrag? Genau, Geldprobleme haben wir gemacht. Gehen wieder auf die tropischen Inseln. In der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir das. Genau, und dann geht es um Bodenbelege im gesamten Gebäude. Genau, so machen wir das. Sehr schön, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Immer wieder muss ich euch daran erinnern, bitte supportet mich. Also ein Abo oder ein Däumchen da lassen. Hilft mir sehr weiter. Wir schauen mal, wie ich es schaffe, wieder live zu sein. Dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Mal schauen, gern auch im Discord mal vorbei looking und mal ein paar Texte reinschreiben, was ihr euch wünschen würdet, was ihr gern sehen wollt. Und dann kann ich da bestimmt doch was in die Wege leiten. Dann würde ich sagen, bis dahin und danke. Ciao, ciao, euer Atze Grünkohl.